Willkommen zurück zum dritten Video in dieser Serie. Wir haben in den ersten beiden Videos das ganze Parsing anhand zweier Beispiele getestet. Also ein einfacher, vereinfachter Fall sogar und ein realistischer Fall, so wie sie auch in den Testdaten drinstehen haben. Und was ist jetzt hier das Fragezeichen? Ah ja, genau, führe beide Tests aus. Ich habe einfach schnell die Tests hier reingeladen, führe sie jetzt aus. Einfach zum Demonstrieren, dass wir die Fälle abgedeckt haben. Wir können alle vier relevanten Informationen aus so einem String extrahieren. Heimmannschaft, Anzahl Tore der Heimmannschaft, Anzahl Tore der Auswärtsmannschaft und Name der Auswärtsmannschaft. Soweit, so gut. Jetzt haben wir aber hier diese Implementierung, die recht stark auf so Split-Operationen basiert. Und dieser Code ist doch etwas umständlich. Das kann man aber erst wissen, wenn man ein einfaches Verfahren kennt. Und das wären eben reguläre Ausdrücke. Wir haben das im Unterricht angeschaut. Ich mache jetzt keine Einführung in das Thema reguläre Ausdrücke. Ich möchte einfach zeigen, was so schön ist, wenn man diese Testfälle hat. Wir können hier die Implementierung anpassen. Und wenn die Testfälle durchlaufen, dann haben wir immer noch eine ziemlich hohe Sicherheit, dass wir hier keinen Unsinn gebaut haben. Ich lasse den Code einfach mal so, wie er ist und fange einfach oben an, was zu ergänzen. Und wir wollen mit regulären Ausdrücken arbeiten und dazu gibt es die Regex-Klasse. Und wir machen einfach mal eine leere Regex. Var-Pattern gleich Regex. Speichere das. Hier wurde automatisch das importiert, Using System Text Regular Expression, falls bei nicht gehen sollte, importieren Sie das. Da muss natürlich New Regex schreiben, ist da nicht Python. Dann sollte es kompilieren und ich kann jetzt auch gleich mal die Tests ausführen, um schauen, dass das Ding wirklich noch kompiliert, weil der Code wird immer noch aufgerufen und obwohl jetzt dieses Pattern noch nirgends verwendet wird. Das klappt soweit. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Also wir wollen vielleicht mal das Home-Team auslesen. Und das ist am Anfang vom String. Und das Home-Team, können wir mal vereinfacht sagen, kann ein beliebiges, aus beliebigen Zeichen bestehen. Und hat dann einfach ein, irgendwo nachher kommt ein Space und dann kommt etwas anderes. Eine Zahl oder mehrere Zahlen sogar. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Ich glaube, das funktioniert. Wichtig ist, Backslash muss man escapen oder wir machen einfach so einen mit einem Add vorne dran, sagen wir, dass wir diese Escape-Sequenzen nicht haben wollen. Wichtig, diese runden Klammern, das ist eine Capturing Group, das heißt, diesen Wert möchte ich anschließend auslesen können. Also hast du eine Regex geschrieben, die Frage ist, kompiliert überhaupt? Also ein String, der jetzt hier kompiliert wird, so eine kleine Minisprache. Und das könnte einen Laufzeitfehler geben, wenn eben das da eine ungültige Regex ist. Die scheint gültig zu sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was rauslesen können. Und jetzt muss ich schnell ein bisschen spicken, wie das geht. Mach es mal so, pattern.match. Also nehmen dieses kompilierte Muster und schicken unseren String durch, unseren Input-String. Und von dem möchte ich jetzt direkt die Groups wissen. Also der für Match Groups und dann sagen wir mal war Match Groups. Vorsicht, Match heißt jetzt in diesem Fall passen. Hier haben wir Match Result, das ist Match im Sinne von Fußballmatch. Hier ist Match im Sinne von Übereinstimmung. Also die technischen Begriff und den Domänenbegriff müssen wir auseinanderhalten. Ich führe das jetzt nicht aus. Ich hoffe, dass es funktioniert. Bin jetzt einfach mal optimistisch. Vielleicht fliegt es mir dann um die Ohren. Aber schauen wir mal, ob wir jetzt da von diesem Match Group was auslesen können. Und beim Matchen ist so, der ganze Match, also wenn der String matcht, wenn das übereinstimmt mit dem Muster, dann ist die Gruppe 0, ist immer der ganze String. Wir wollen aber jetzt die Gruppe 1 haben. Das heißt, eigentlich ist es ein 1-basierender Index in Bezug auf die Gruppen, die wir explizit gemacht haben. Match Groups, das ist ein Array, 0, Punkt Value, gibt mir jetzt einen Wert zurück davon und ich kann jetzt sagen String Home Team gleich das da und dieses Home Team hier unten brauche ich dann hoffentlich nicht mehr.
Das bleibt und schau mal, ob ich jetzt dieses Home-Team extrahieren konnte. Nein, das funktioniert irgendwie nicht. Expected FCL, ich habe aber FCL2 zurückbekommen. Jetzt kann ich Ihnen gleich sagen, das Vorgehen Schritt für Schritt wird hier ein bisschen schwierig, weil der versucht hier so viel zu matchen, wie er kann. Was ich im Unterricht gezeigt habe, es gibt noch dieses Dollarzeichen, das sagt, der String ist dann zu Ende irgendwo. Und wenn ich den ganzen String beschreibe, dann funktioniert das ganze Matching etwas anders. Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ich kann aber sagen, wir haben irgendwo einen Mannschaftsnamen, dann ein Ergebnis, dann ein Doppelpunkt und dann folgt irgend noch etwas und dann ist das String zu Ende. Vielleicht geht das. Regex ist nie ganz einfach. Ah, jetzt habe ich da viel zu viel gematcht. Schaue ich weiter, ich muss noch mehr vom String beschreiben. Ich muss den ganzen String hier beschreiben offenbar. Ah, das muss noch ein Plus machen. Funktioniert immer noch nicht. Was wird gematcht? Es wird immer noch zu viel gematcht. Ich muss es schnell anschauen. Also ich habe da die Regex, beliebiges Zeichen, beliebig viele davon, ein Space. Dann habe ich mehrere Digits, einen Doppelpunkt, noch mehr Digits und dann wieder beliebig viele Zeichen. Ich habe das jetzt noch nicht in einer Capturing Group drin gehabt. Vielleicht ist das das Problem. Auch ich lerne immer etwas Neues. Ich bin kein Regex-Experte. Ah, oh, nein. Null. Habe sie extra noch erklärt. Eins muss ich nehmen. Ich habe immer den ganzen String genommen. Also schauen wir mal, kann ich das wieder rückgängig machen? Ja, Sie sehen, Fehler passieren auch mir. Das schneide ich auch nicht heraus. Samstagmorgen kann man schon mal einen Off-by-One-Fehler haben. Also mein Regex-Verständnis war doch nicht so ganz daneben. Wir können wirklich nur das da matchen. Wir müssen nicht den ganzen String matchen. Wir können dann sagen, wir haben irgendwo beliebige Zeichen, ein Space und dann kommt ein Digit mit einem Doppelpunkt. Wenn ich es hingegen so mache, sage einfach beliebige Zeichen, beliebig viele, dann funktioniert das nicht. Dann wird zu viel gematcht. Kann mal schauen, wenn ich da ein Digit mache oder mehrere Digits, ob es dann schon reicht ohne den Doppelpunkt. Nein, er matcht dann auch zu viel. Ich nehme noch einen Doppelpunkt rein. Ein Schalke 04 hat den 4 am Ende, es wären Digits. Geht dann vielleicht eben nicht. Ich muss noch einmal zurückgehen. Ich möchte das noch demonstrieren, was hier genau zurückgekommen ist. Das interessiert mich jetzt. Dann hier genau FC Schalke 04 habe ich erwartet. Ich habe den ganzen String zurückerhalten. Einfach weil das irgendwie hier dieser Doppelpunkt hier und das Digit oder mehrere Digits dann sagt mir dann recht genau, wo das da sein muss. Also wie Regex intern funktioniert, da kann ich auch nicht viel darüber sagen. Aber in diesem Vorgehen in kleinen Schritten, da kommt man der Lösung doch recht nahe. Mitprobieren halt. Aber das ist eben Regex. So, Test läuft wieder. Ich habe die erste Information so extrahiert. Diesen Code brauche ich nicht mehr. Das Home-Team wird jetzt aus der Regex rausgenommen. Wie mache ich weiter? Ich wage mich jetzt mal an die Home-Goals heran. Ich arbeite von links nach rechts weiter und hier mache ich nicht viel. Ich mache das einfach zu einer Capturing Group in Home-Goals. Match, oh, habe es Groups genannt, sollte es vielleicht Groups nachher noch nennen. Jetzt habe ich hier eine zweite Gruppe, aber das Ding muss ich natürlich noch parsen. Ich möchte einen Integer haben. Scheint jetzt gut zu sein. Das funktioniert nicht mehr. Schon deklariert oben. Führe noch den Test aus. Und der funktioniert. Ist immer noch die gleiche, also der gleiche Variablename, aber hier jetzt aus der Regex extrahiert. Was wir beim Thema Refactoring noch anschauen werden, ist ein erweiterter TDD-Cycle. Ich habe quasi einen Test geschrieben, ich bringe den zum Durchlaufen wieder, nachdem er gescheitert ist. Und jetzt, bevor ich jetzt hier weitermache mit der Logik,
Hat man noch Gelegenheit, den Code zu verschönern, zum Beispiel diesen Tippfehler hier aus der Welt zu schaffen? Eigentlich mache ich ja grundsätzlich kein Refactoring im Moment, weil ich die nach außen wahrnehmbare Funktionalität nicht verändere. Und ebenso Codeverschönerungen passen auch hier rein in diesen Schritt. Wir werden das dann noch anschauen, mein Thema Refactoring. So, aber jetzt weiter hier im Text. Ich habe jetzt mal das Home-Team und die Home-Goals gematcht. Kann vielleicht diesen Code noch löschen hier, also den auskommentierten Code. Jetzt geht es weiter. Ich mache vielleicht mit den Auswärtstoren weiter. Und hier kopiere ich einfach mal ein bisschen Codes. Und das ist die Match Group 3. Und dann kann ich das da auch mal auskommentieren. Kann es nachher noch löschen. Schaut nach, alle Tests laufen. Ja, wunderbar, auch das klappt. Und dann nehmen wir zum Schluss noch das Team. Und dann ist das Ding auch zu Ende. Vielleicht das da kopieren. Away Team, Gruppe ist dann 4. Also man könnte es jetzt nach diesem Index anordnen. Ich finde es so schöner. Home Team, Away Team, Home Goals, Away Goals. Sieht man ein bisschen die Struktur besser. Wenn man es jetzt so machen würde, wirkt der Code etwas unruhiger auf mich. Aber das ist eine Ansichts- und Geschmackssache. Das Away Team können wir hier jetzt auch auskommentieren. Wir können diese kommentierten Zeilen löschen. Habe den Test schon ausgeführt. Egal, ich führe nochmal aus. Ja, funktioniert. Und jetzt. Leider werden wir jetzt keine Warnungen angezeigt, dass ich diese Dinger gar nicht mehr brauche. Das macht vielleicht Visual Studio besser. Aber ich lösche jetzt einfach mal Zeugs weg, weil die Variablen habe ich schon abgefüllt. Vielleicht können wir noch ein bisschen aufteilen hier. Ein bisschen verschönert. Und das Ganze klappt immer noch. Schauen wir vielleicht schnell mit git diff, wie sich der Code verändert hat. Der Test ist ja gleich geblieben. Also oben haben wir hier dieses using system text regular expression. Und dann gehen wir ein bisschen runter und wir sehen da, also diese 4 Zeilen und diese 2 sind neu. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gehen weg. Statistik, wir haben hier weniger Code als vorher. Sieht doch recht sinnvoll aus und wir haben das Ganze recht konzis mit einer Regex beschrieben. Wenn Sie Regex lesen können, ist Ihnen das lieber als eine Reihe von Split-Operationen. Status, git add, soccer table und soccer table.tests. Schau nochmal, wie ich die Message, nein, ich mache eine neue Message, commit-m. Re-implemented parse result using regex. Und damit wäre ich eigentlich fertig. Vielleicht noch ein paar Randbemerkungen. Das waren jetzt beides optimistische Tests. Also ein vereinfachtes Format, das richtige Format. Ich habe jetzt keine Tests drin, wie zum Beispiel, ich gebe einen leeren String rein, weil das würde definitiv Fehler geben. Also das würde nicht matchen hier und dann greife ich aber auf Array-Indizes zu, die nicht existieren. Wenn Sie produktiv Software schreiben, müssen Sie das testen. In diesem kleinen Schulprojekt jetzt wäre es auch sinnvoll, wenn Sie es mal machen, einfach der Vollständigkeit halber, damit Sie diesen Code solider machen. Zum Beispiel, wenn er nicht matcht, dann gebe ich irgendwie, werfe ich eine Exception, dann muss man hier entsprechend die Exception in einem Test abfangen, schauen, ob das so passiert. Ich habe es mal nicht gemacht, eben zum einen, das kann ich Ihnen das als Übung überlassen, zum anderen habe ich Ihnen ja eigentlich garantiert, dass die Input-Daten wohl formatiert sind. In der Praxis können Sie damit nicht rechnen, aber ja, hier habe ich es ja gesagt, die Daten sind von mir. Versuchen Sie es vielleicht mal, eine Exception zu testen, wenn Sie einen leeren String reingeben, was dann alles kaputt geht und eben wie Sie das korrekt handhaben könnten. Wäre vielleicht Material für ein weiteres Video, habe ich jetzt nicht vorbereitet, von daher lasse ich das mal weg. So, das wäre mal diese Übung gewesen, Test-Driven Development, aber auch schon ein bisschen Vorschau auf das Thema Refactoring. Und Refactoring ist in diesem Fall nicht nur Codeverschönerung und Vereinfachung, sondern auch eine Reimplementierung vom Ganzen. Das wäre es mal in C-Sharp gewesen. Ich konnte meine rostigen C-Sharp-Kenntnisse wieder mal ein bisschen abstauben
Und ich kann das Gleiche vielleicht gleich noch in Python machen nachher. Aber zuerst mal eine kleine Pause. Bedanke mich mal für Ihre Aufmerksamkeit und bis dann im Unterricht. Auf Wiedersehen.